So, hallihallo, hier sind wir bei der nächsten Folge. Die nächste Challenge. Ganz genau, ganz genau. Hast du dein Deck nochmal geändert oder lässt du das so? Genau, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal zwei andere gemacht. Okay, dann hau ich Aber mal eine dann schauen wir mal. Testanfrage raus. Gucken wir mal. Ich habe meins Mal gelassen. sehen. Das Deck ist eigentlich relativ bekannt, aber ist halt schwierig umzusetzen in einer, als kleineres Level, weil Okay. einfach die Karten fehlen. Aber wir gucken mal, ob es funktioniert, Schauen wir so mal. wie ich mir das vorstelle. Und schon wieder den netten Ich sehe schon Elixiersammler. wieder eine Hexe, also haben wir gleich auf jeden Fall wieder einen Riesen am Start. Nehme ich mal an. Ach Ja, schau nö. an, was da ist. Ah, okay. Ja, nee. Jetzt haben wir jetzt ein kleines Problem. Also ich würde mal denken, die Combo war für einen Sack bei dir. Ja, meine Starthand war überhaupt nicht gut. Und das haut mich natürlich jetzt Ganz komplett genau. weg. Ich wollte zuerst den Magier droppen und dachte mir dann aber wiederum, ah nee, lässt du mal lieber, weil es relativ clever wäre, halt wirklich die Skelette einfach zu setzen und fertig. Und ich merke das auch wirklich. Ah, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Oho! Ich merke das aber auch echt, dass man selbst mit den vier kleinen Skeletten schon richtig was reißen kann. Besonders jetzt in Pekka-Verteidigung. Schisse jetzt. Ah, Mist. Oh Gott, guck dir das an. Deine Lakaien sterben nicht. Was ist das denn? Klar, warum auch? Die sind Level 9. Ja, der Level-Bonus. Aber da Der muss ich auch Level. halt sagen, das sind halt wirklich. Ich habe halt von Anfang an mir gedacht, ah, welche Truppen werde ich halt gar nicht brauchen? Und die habe ich auch wirklich gar nicht gelevelt, dass ich halt wirklich die Kohle dann halt für den Rest hatte. Ja. Und zum Beispiel Tesla ist bei mir, glaube ich, noch kein einziges Mal ja, geupgradet worden. Weil ich mir halt gesagt habe, okay, ich spiele halt nicht mit der Tesla. Dankeschön. Das ist natürlich gar nicht das, was ich wollte, aber gut. Das müsste passen. Noch ein Päcker. Das gibt's nicht. Dann habe ich jetzt echt ein Problemchen. Zumal er einfach mal zwei Bomber hat, Alter. Was geht denn bei dir kaputt, Junge? Alter, dich haben sie als Kind dreimal hochgeworfen und nur zweimal aufgefangen. Du siehst einfach, wie stark die blöde Hexe ist. Nack, nack, Ich komme nack, einfach nack, nicht durch. Mit nack. zwei Packers komme ich nicht durch. Oh, noch ein Alter, hör auf mit sowas, ey. Das macht. Oh, und jetzt noch mit der Kanone. Na, da bin ich jetzt richtig am Arsch. Ich habe den Vorteil wirklich, dass ich noch die Luckys am Start habe. Aber ansonsten. Also, ich würde wirklich sagen, das geht so auf unentschieden aus. Ja, mal sehen. Wir haben jetzt noch eine längere Overtime. Ich weiß, was jetzt passiert. Hier kommt jetzt gleich wieder was her. Hier wird jetzt nämlich gleich wieder eine Kanone gedroppt, ganz genau. Vorteil, was ich dir echt hoch anrechne, ist, dass du kein Gift dabei hast. Ja, das geht auf Unentschieden hinaus, glaub mal. Ich habe jetzt drei Pumpen, mal sehen. Ach so, du Mal machst jetzt hier sehen. einen auf Rage Master, ja? Das Jawohl. tat richtig hart weh. Das tat richtig hart weh. Der war, weil ich halt wirklich gerade übel die Skelette, ja. Weil ich halt echt Drei gerade Bomber, übel die ey, haut Skelette mich richtig gespawnt weg. habe und dann BÄM kommst du. Jetzt machen wir mal Das war Folgendes. aber schon knapp, ey. Ich will jetzt wieder so ein bisschen Taktik im Hintergrund haben. Ich mache jetzt nochmal einen Live-Fight und du sagst mir nochmal, wenn du sagst, ah ja, das und das kannst du besser machen. Okay. So ein bisschen. Du Gucken. spielst das Ich spiele das gleiche Deck von Deck, Bast, sonst ne? wäre das wieder zu tricky. Ich werde den Riesen Also hin. erstmal auf jeden Fall warten und den Riesen hinter deinen Tower Genau. setzen. Was haben wir denn da? Level 8 ist auch Genau. umgeben. Okay.
Dann sieht es ja erstmal ausgeglichen aus. Genau. Auf jeden Fall ganz lange warten, bis der. Genau, bis Magier er rankommt halt. Und dann. Dann würde ich die Lakaien oben. Ah, okay, die Lakaien. Okay. Ja. So, jetzt. Genau. Gegen den Hock, ja. Klar, nee, den da lasse ich gar nichts anbrennen. Und hier haue ich auch gleich, dass ich gar nicht dolle verliere, gleich die Dinger raus. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Wenn er jetzt nichts Gutes hat, dann kriegen deine Lakaien. Ah, schade. Okay. Jetzt mit der Hexe, hinterm ersten Tower. Ja, ich würde die Hexe nehmen, weil die relativ langsam genau. ist. Genau. Das heißt, du kannst eventuell deinen Riesen danach noch nach vorne setzen. Und dann sollte das funktionieren. Du hast ja einen kleinen Vorteil, du hast ihm ja schon was abgezogen. Ja, klein, das stimmt. Darf halt nicht vergessen, du darfst nicht zu viel auf einmal droppen wegen dem Feuerball. Jetzt die kleinen Skelette. Easy going, ganz genau. Nee, und dann sogar noch die großen. Oh, sehr gut. Oh, wie das abgewehrt wird. Es wäre halt, ich finde es halt besser, wenn man den Feuerball drin hat, anstatt zum Beispiel die Pfeile. Einfach, dass du zum Beispiel die Barbaren halt weghauen kannst. Weil hättest du jetzt den Feuerball gehabt. Ich weiß, was du meinst, aber dann kommt wiederum der Gegensprung, weil die Situation ist die Pfeile haben halt einfach eine größere Range. Da kann ich auch mal kurz nicht so ganz die Luckys treffen und hab sie trotzdem kaputt gemacht. So. Also. Ja, das stimmt, aber gegen Luckys reicht es im Prinzip, wenn du deine Sperrgoblins in die Mitte setzt. Ja. Und die berühren deinen Tower eigentlich nicht. Außer die sind halt super High-Level. Da brauchst du eigentlich nichts mehr setzen. So, jetzt natürlich auch wieder jetzt gleich. Beispiel, ich hätte die Hexe nehmen können. Also die Hexe hätte das auch geregelt. Aber ich wollte es halt nicht riskieren. Ah, scheiße, den habe ich daneben gesetzt. Das ist natürlich kacke gewesen. Deine Hexe hätte das schon geregelt, ja. Du hättest dann einfach nur die Skelette, die kleinen Skelette davor gesetzt und deine Hexe wäre am Leben gewesen, aber so, du siehst ja, was der Riese alleine macht. Der macht den Tower alleine schon platt und dementsprechend. Hier nochmal schnell alle Skelette gesetzt. Am besten die Luckys oben. Und jetzt noch warten kurz und jetzt die nächsten Skelette und dann die Hexe. Ah, Alter, und jetzt ein Freeze. Alter, ist eher schade, Alter. Du hast halt, krass. Ja, schade. Du hast halt nichts, um den Hog Rider abzuwehren. Naja, die Skelette im Normalfall. Ah, ich ja, glaube eher auf 2 Crown, war eher als auf 3. Ja. Oder? Das wird jetzt eine schwierige Nummer. Obwohl, wenn ich ihn jetzt schon mal so weit habe. Ah, ich kann ja nicht aufhören, weißt du? Boah. Das hast du. Boah, sehr schön. Er hat auf jeden Fall einen Nachteil. Jetzt schön in den Riesen rein. Das ist halt das Problem mit dem Feuerball. Das hättest du nämlich zum Beispiel nicht mit Pfeilen geschafft gerade. So, jetzt warte ich. Er wird jetzt garantiert mit dem Hock kommen, weil er den Hock nicht am Start hatte. Genau. Jetzt könnte er natürlich. Na, gucken wir mal. Ach, scheiß drauf, hier, machen wir mal. Die Pfeilen war auch weg. So, und jetzt werden die Karten nochmal neu gemischt. Ich würde sagen, also auf links. Auf jeden Fall den Riesen rein. Weil du hast nur noch 20 Sekunden. Ach so. 25 Sekunden. Ich will aber auch nicht. Links würde ich gar nicht mehr so. Naja, aber ich meine, der hat die Barbaren auch am Start. Also so ist jetzt nicht. Nee, dann würde ich auf den Unentschieden gehen. Weil so krass dominiert habe ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen aber könnte. Aber hättest du jetzt, glaube ich, den Riesen am Anfang gesetzt. Du hättest schön die Pfeile dann nach links machen können. Eine kleine Einheit hast du sowieso gehabt. Dann hättest du wahrscheinlich gewonnen. Hätte ich gesagt. Weil er ist jetzt fast nur auf. Free Crown gegangen. Ja. Und also ich hätte. Was ein kleiner Fehler war, dass du, sag ich mal, nachdem du seinen Tower gekillt hast, nochmal den Riesen links gesetzt ja. hast, anstatt rechts, dann hättest du locker gewonnen. Ja. Weil die meisten gehen unten dann immer auf einen Dreier. Verstehe ich, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Rechts läuft dann der Riese einfach durch und links musst du dann ein paar kleine Einheiten. Dann hast du ansonsten noch ein. Ich hätte jetzt noch ein Deck. Genau. Dann mache ich nochmal Testspiel, ja? Genau. Und los geht's. Zu gucken. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Spielt man eigentlich auch ein bisschen anders, aber die Karte habe ich jetzt leider nicht. Deswegen mal gucken. Das Problem ist halt, dass du die Minions hast. Und die hauen schon gut rein. Doch, die sind auch wirklich. Deswegen habe ich die auch wirklich auf 9, weil die halt wirklich richtig splashen. Auf jeden Fall. Ah, okay, also mein Riese, von dem kann ich mich schon mal verabschieden, auf jeden Fall. Ist schon mal ganz klar. Ah, okay, Valkyra da auch am Start.
So eine Materialschlacht wieder hier. Ja. So, die machen wir jetzt wieder. Ja, genau, und die hauen richtig rein. Ey, man denkt das nicht. Man denkt, Speerkobolde. Ja, ja, und dann auf einmal bam, bam, bam. 200 Punkte weg. Oh nein. Oh, bist du böse. Scheiße, da. Ah, nee, da bin ich natürlich jetzt komplett am Arsch. Ja, ja, naja, das ist nichts. Da bin ich. Okay, darauf war ich gar nicht gefasst. Die Dauer kriege ich nicht. Doch. Ah, nee, okay. Ah, der war Level 1, okay. Ja, alles Level 1. Außer halt mein Börse. Mein Päcker. Und selbst, guck mal, wie viel da drauf ballert und trotzdem kriegt dein Riese 3 Hits. Ja, fast. Jetzt ist natürlich die Kombi bei dir richtig gefährlich. Nein. Oh, krass. Oh, sauber. Ja. Oh, Glück gehabt. Die mag ja jetzt auch fast down. Krass, ey. Und guck mal, wie die Lakaien den Ballon aufhalten. Das ist schon ziemlich geil. Ja, das ist halt der Truppen. Vorteil ein bisschen. Jetzt kriegst du nämlich den Tower wahrscheinlich. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. Nein. Oh yes, Alter! Oh yes! Damit hätte ich ja nie gerechnet. Ja, ich bin halt voll offensiv gewesen. Ja, 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 klar. Weil ich krieg halt keine zwei Magier hinter einem fast komplett Riesen noch kaputt mit dem, was ich da drin habe. Das war ziemlich geil. Das ist halt wieder nachher, wenn du halt keine Kanone oder sowas hast. Ja, ja, ja. Aber ich habe echt, ich habe bei dem Ballon habe ich echt gedacht, Alter, nein, das ist nicht sein Ernst. Aber das war es dann auch wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die andere Seite seht ihr halt, wie gesagt, bei Max wird es wieder verlinkt. Und dann passt das. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.